Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Diamant in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir in Ewigenau angekommen. Mir ist der Name der Stadt auf keinen Fall entfallen. Und in diesem Part werden wir uns hier mal ein bisschen anschauen und Flausch in die erste Stelle packen, weil Flausch ein bisschen Training braucht. Und Birdo, wie es aussieht, bist du inzwischen auch überflüssig geworden. Ich habe so ein absolut nicht gebalancedes Team, das ist so schrecklich. Es ist so schrecklich, kann ich eigentlich schon rein? Sylvania, Meisterin der Pflanzen-Pokémon. Das will ich ja sehen. Ich glaube, die hat nicht ein Pflanzen-Pokémon. Ich kann hier schon rein? Ne, ich kann hier nicht rein. In meiner Arena kämpft niemand gegen die Leiterin, also mich, bevor er alle anderen besiegt hat. Ich warte hier hinten auf dich. Viel Glück. Okay. Gehen wir los. Oh, sieht ganz schick aus hier. Ich mag die Perspektive. Das ist cool. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Leute? Was? Hä? Moment, da ist jemand. Hallo? Hallo? Woher wusstest du, wo ich bin? Also gut, kämpfen wir. Okay. Sind die hier alle versteckt oder? Oh Gott, das gefällt mir nicht. Ich glaube, hier sind alle versteckt. Das ist, glaube ich, so ein Ding von der Arena. So das Konzept. Aber hallöchen, Kleinstein. Wie geht's dir, mein Kleiner? Mir geht's gut. Ich bin Mopi männlich. So männlich. Und Flauschi, du wirst erstmal ausgewechselt, weil du würdest hier voll auf die Fresse bekommen. Und das wollt ihr ja, soweit es geht, vermeiden. Scheint dir aber ein klassischer Fall für den guten Smarty zu sein. Ich meine, eine Aquaknarie und das Ganze hier ist erledigt. Kann Kleinstein einpacken. Kann sich noch so viel im Leben suhlen, das ändert nichts daran. Mein kleiner Geodude. Aquaknarre, da ist ja schon. Wundervoll. Sagt gute Nacht zu Kleinstein, denn Kleinstein muss sich jetzt leider schlafen legen. Gehen in einem Sarg. Gute Nacht, Kleinstein. Gute Nacht. Und 117 Erfahrungspunkte. Das ist irgendwie nicht so viel wie erhofft. Ein Xatu. Ladida. Hallo, Xatu. Ich habe das Gefühl, du möchtest auch sterben. Ich habe das Gefühl, ich wollte eigentlich gar nicht wirklich mit Smarty kämpfen. Der ist eh schon so OP. Aber gut, machen wir es einfach mal irgendwie. Ich finde es auch gerade interessant, dass die Gegner schon auf Level 15 sind. Das bedeutet, sie werden eventuell eine kleine Herausforderung für mich sein. Das wäre doch eine schöne Sache. Ein bisschen Action, oder? Außer die Arenaleiterin oder so hat ein Elektro-Pokémon. Dann... Oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Da wird mir ganz anders, allein bei den Gedanken daran. Unschön. Da stimmt Maxatio auch zu mit seinen ausgebreiteten majestätischen Flügeln und dem krummen gebogenen Schnäbelchen. Deswegen stirbst du jetzt, Xatu. Ist mir ein bisschen zu majestätisch gerade. Endlich für was Besseres, oder? Das bist du nicht. So ein blöder Vogel. Also wirklich blöder Vogel. Nicht wie Flauschi. Flauschi ist ein großartiger Vogel. Es ist der großartige Vogel, aber Xatu ist... Naja, ist einfach nur eine komische Krähe. Ich wollte eigentlich deine Überraschung zum Sieg ausnutzen. Das hat gut funktioniert. Gratulation. In der Nähe von zwei Felsen befindet sich der nächste Trainer. Das glaubt sie. Oh Junge, der ist aber gut versteckt. Hi. Meine Pflanz-Pokémon sind stark. Du wirst nicht gewinnen. Ich würde mal spontan behaupten, du hast nicht mal ein Pflanzen-Pokémon. Frau Petra Aroma Lady. Oh, ein Plaudergei. Hallo, Plaudergei. Wie geht's dir, Plaudergei? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Flauschi... Alter, so wenig Erfahrungspunkte. Shit. Ich habe das Gefühl, Flauschi kann nicht wirklich was gegen Plaudergei machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich gern wüsste, wo ich den EP-Teiler bekomme. Der würde mir in der Situation ungemein weiterhelfen. Oh Junge, ein Heuler. Oh nein, nicht der Heuler. So viel Damage. Jetzt bist du tot. Du wolltest ja nicht den Mund halten, Plaudergei. Ich hab dich gewarnt. Man verrät seine Familie nicht. Aber du wolltest einfach... Du hast trotzdem gesungen. Das wirst du bitter bereuen. Das wirst du bitter bereuen. Glaub mir. Ich kann es schon prophezeien. Ah, Dospunktexe schläft tief und fest. Ich sehe schon. Und... Yay, der Schnabel macht keinen Schaden, oder? Oh, jetzt wach bitte auf, Dospunktexe. Ist doch lächerlich so. Komm schon, du kriegst doch das kleine Plaudergeiglein, das... Okay. Warum...
War Spiegeltrick nicht... Ich dachte, Spiegeltrick ist wie Konter mit speziellen Angriffen. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Der Spiegeltrick war ja, dass man in den Angriff kann. Aber interessant, dass du Spiegeltrick drauf hast, Plaudergei. Und ebenfalls mit deinen Fäusten zuschlagen kannst. Das ist durchaus interessant. Und jetzt... Oh, nö! Alter DOS.exe, du lässt dich jetzt nicht wirklich von Plaudergei erledigen, oder? Danke! Danke! So, und jetzt bring es um. Kleiner dreckiger Vogel. Plaudergei! Ciao. War nett mit dir. Oh, so wenig Erfahrungspunkte. Das mit Flausch in erster Stelle kann ich gleich lassen. Das wird so nichts. Oh, shit! Hallo, Logok. Du möchtest wohl auch mal den Fuchtler fressen. Den kannst du haben. Der ist ganz köstlich. Mmh, appetitlicher Fuchtler. Au! Nicht kratzen! Was bist du? Ein Mädchen! Na gut, du bist bei einem Mädchen trainiert. Insofern wird sie dir wahrscheinlich beigebracht hat, wie man beigebracht haben, wie man seine Gegner so kratzt. Oh nein. So gefährlich. Gut, das war's damit, DOS.exe. War gut. Wechseln wir Smarty ein, denn Smarty wird mit Logok fertig. Ja, eine... Nee, wir machen diesmal eine Konfusion. Wir machen mal was anderes. Ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Du setzt die Glut ein. Ja, gegen ein Wasser-Pokémon. Das Pondex war auch Wasser. Das ist sehr sinnvoll, dass die Glut einsetzt. Ich bin sehr stolz auf dich, Logok. Der Kratzer ist natürlich auch. Alter, er ist gefährlich. Richtig gefährliches Vieh ist dieses Logok hier. Legt euch nicht mit dem an. Der ist hart unterwegs. Ja, das war's. Wundervoll. Yay, Level 17 für DOS.exe. Noch 3 Level, dann lernst du endlich Biss und dann bist du voll super DOS.exe. Das wird super. Oh, hallo Machomai. Richtiger Kampftrainer bist du wohl, Aroma Lady Petra. Aber es sollte nicht reichen, denn ich habe die Konfusion. Ich bin viel intelligenter als ihr vierarmige Trottel da. Apropos vierarmiger Trottel. Habt ihr euch schon diesen Trailer zu diesem Pokémon Tekken Teil gesehen? Fand ich ganz interessant. Also ist halt irgendwie dann so ein 2D-Prügelspielteil und da Aussetzer will ich eigentlich lernen, wenn ich ehrlich bin. Ja, und es ist halt mit Pokémon. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es auf dieses eine Fanspiel irgendwie zum Teil auch basiert, dass es da schon gibt. Da kann man ja mit 10 Pokémon dann gegeneinander kämpfen und so ein Zeug. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. 3 Bäume in der Mitte, okay. Ich möchte aber erstmal ins Pokémon Center, denn meine Pokémon sind mir ein bisschen zu geschwächt gerade. Ach was, nee. Nee, dafür gehe ich jetzt nicht ins Pokémon Center. Ich habe doch irgendwo noch einen Trank. Und Trashy, du dürftest übrigens auch gerne mal wieder was finden. Ja, 6 Tränke. Das reicht doch vollkommen. Yay. Und DOS.exe ist wieder wie neu. Wie ein ganz frisches kleines Baby. 3 Bäume in der Mitte. Gefunden. Hallöchen. Ah, die Arena hier finde ich jetzt wirklich vom Konzept her eigentlich ganz cool. Wir müssen mal was anderes. So, was hast du auf Lager, Gesa? Ein Bisa-Knosp. Oh nein! Nicht Bisa-Knosp mit seinen gefährlichen Knospen. Oh nein! Was soll ich nur tun? Vielleicht den Fuchtler einsetzen und dich umbringen, Bisa-Knosp. Wäre es eine Möglichkeit? Ja, wäre eine Möglichkeit. Du stirbst. Und? Ja, so gut wie tot. Außer du machst jetzt irgendeinen Arschlochangriff, aber den machst du nicht. Du hättest Schlafpuder sowas machen können, aber nein, du machst Trankenhieb. Das ist dumm, deswegen gehst du drauf. Dummes Bisa-Knosp. Denkst du, kannst du was gegen Gyarados machen? Denkst du falsch? So nicht. Und halbes Level ab wieder, Alter. Alter, wirf mal nicht so mit den Erfahrungspunkten um dich. Der nächste Gegner wartet neben 4 Blumen auf dich. 4 Blumen. Hier? Nee. 4 Blumen da, Hallöchen. Nee, du hast mich gefunden, natürlich werden wir jetzt kämpfen. Finde ich super, bin ich dabei. Hallo, Schönheitsstella. Hallo. Ein Magnaien. Okay, bring ich um. Kann nichts machen gegen mich. Blödes Magnaien. Frisst den Bedroher, jetzt hast du auch einen Bedroher, oder? Ausgleichende Gerechtigkeit, meine Freunde. Ausgleichende Gerechtigkeit. Frisst den Fuchtler. Naja, das ist halt dich von deiner Gerechtigkeit. Du stirbst. Fuck. Du hältst ein bisschen zu viel aus. Au. Mach bitte nicht viel Schaden. Ja. Überschaubarer Schaden. Überschaubar. Und? Bitte greif nochmal an.
Gyarados, greif bitte nochmal an. Das fände ich jetzt voll super, weil ich kann hier Smarty nicht reinwechseln. Denn Smarty ist nicht unbedingt die beste Wahl gegen ein Unlicht-Pokémon, müsst ihr wissen. Fuck! Du Drecksviech! Du Scheißviech! Gut, dann machen wir... Du bist verwirrt, das Punkt-Exe. Tragisch, tragisch. Machen wir einfach mal jetzt... Komm, Birdo, mach du mal. Na du, Birdo. Ein Biss wirst du doch überleben. Das ist auch nicht zu viel verlangt. Das mit DOS.exe will sich jetzt nur ewig hinauszögern. Und das will ich nicht. Ja, okay. Ha, ich habe ein Adlerauge. Denn ich bin eine Taube. Frisst den Ruckzuckhieb. Bap. Und down. Dummer Hund. Naja, geh zurück zu deinem Herrchen. Los, brav. Und Birdo? Alter, sind ganz schön viele Erfahrungspunkte für dich. Warum braucht Flauschi so viel mehr Erfahrungspunkte als du, Taubsi? Nur noch die Leiterin ist übrig. Yay! Ich glaube, ich gehe vorher mal eben ins Pokémon Center. Meine lieben kleinen Pokémänner heilen. Das wäre super. Was macht denn der Typ eigentlich da? Ach, der erklärt wahrscheinlich wieder die Arena. Ist mir nur leider vollkommen egal. Hi. Wo will ich hin? Da will ich hin! Hallöchen, Pokémon Center. Und ja, ich habe auch herausgefunden, dass die Musik bei mir immer so seltsam klingt, weil ich immer so spät aufnehme. Wenn man früher das Ganze spielt, dann klingt die Musik auch anders. Die passt sich immer den Tageszeiten hier an. Ganz komische Geschichte. Deswegen klingt es bei mir immer seltsam, weil ich immer abends aufnehme. Ja. Klingt komisch. Ist aber so. Ja. True Story, meine Freunde. True Story. Boah, und ich muss sagen, die Arena, die ist jetzt echt vom Schwierigkeitsgrad her auch wieder sehr überschaubar. Liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass meine Pokémon halt einfach wirklich, wirklich stark sind. Ich bin einfach zu stark für dieses Spiel. Hallöchen. Du hast mich warten lassen. Oh Gott. Werd mal nicht zickig hier. Werd mal nicht zickig, sonst werde ich auch zickig. Das willst du nicht. Du hast mich warten lassen. Das hat sie ein schlechtes Gewissen. Okay, Silvana, ein Mantiops. Hatten wir das nicht schon vor kurzem? Haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass du vom Level her viel zu hoch bist, Arena-Leiterin? Okay, davor wurde ich auch gewarnt, dass das jetzt vom Level her ein bisschen höher ist. Aber mal schauen, wie ich mich schlagen werde. Ich meine, mit dem Mantiops werde ich fertig. Damit gibt es keinen Zweifel. Er ist schon fast down. Mach keinen Arschloch-Move, dankeschön. Der Blubschall ist kein Arschloch-Move, der... Ja, der Blubbel, die Blub blubbt halt so vor sich hin und das war es dann auch schon. Und totgefuchtelt. Ja. Du warst ein sehr anspruchsvoller Gegner, Mantiops. Sehr anspruchsvoll. Ich hoffe, ich muss nie wieder einem deiner Art gegenübertreten. Das ist einfach zu krass für mich. Ich kann sowas nicht handeln. Ein Bieditzer! Oh mein Gott! Was ist hier nur los? Warum hast du so starke Viecher auf Lager? Ah, ein Bieditzer. Ernsthaft? Das soll die Arena-Leiterin sein. Ist ja schon fast tot jetzt. Und es setzt Heuler ein. Boah, es versucht ja nicht mal was auszurichten. Es versucht's ja nicht mal. Du bist doch ein Biber, du kannst doch bestimmt zubeißen, oder? Mach doch irgendwas. Nee, Flauschi setze ich nicht ein, ist dann doch zu krass. 9 Level Unterschied ist doch dann zu viel. Na gut, lassen wir den guten Smarty das Ganze erledigen, denn Smarty ist super smart und momentan nicht verwirrt. Was ein ziemlich guter Grund ist, ihn einzusetzen. Aquaknarre. Ich bin ja ein großer Freund der Aquaknarre. Ich spucke meinen Gegnern gerne ins Gesicht. Und dann sind sie fast tot. Das ist in der Regel immer so. Ey, mach nicht den Walzer. Warum hast du nicht gegen DOS.exe gemacht? Das hätte Sinn gemacht. Aber nein, der Heuler war... Ja, der war schon ein guter Move, also... War wirklich clever von dir, Bieditzer. War clever. Ich frage mich nur, warum du jetzt down gegangen bist, obwohl du so clever bist. Ach, weißt du warum? Weil du nicht clever bist! Blöder Biber. Und ein Zirpeisee. Hallöchen. 22, es ist noch nicht zu Ende. Ja, faktisch ist es nicht zu Ende, aber seien wir mal ehrlich, viel passiert da nicht mehr. Weil wenn du jetzt mit so einem komischen Käfer da auftauchst, der eventuell, wenn ich ganz viel Glück habe, sogar vom Typ Gift ist, dann kann da für mich nicht mehr viel schief gehen. Und konfusioniert, ja, war verwirrt. Ja, gut, damit geht der Kampf auch schon wieder an mich. Wird nicht mehr viel schief gehen, prophezei ich jetzt einfach mal. Ah, wenn ich Glück habe, tötet die Konfusion jetzt sogar. Und, habe ich Glück? Habe ich Glück? Ich habe kein Glück.
Dein Gedanke zählt. Hast du etwas gesagt? Was? Du kannst mich in die Enge treiben? Ich treib dich in die Enge, junge Dame. Ich habe dich schon lange in die Enge getrieben und zwar habe ich dich dazu gebracht, dass du dich selbst umgebracht hast. Denk mal drüber nach. Ich würde mal sagen, die Runde geht ganz eindeutig an mich. Smarty ist einfach zu krass unterwegs für dich, Sylvania. Da kannst du nichts machen. Auch wenn du 2 Level höher bist. Kannst du nichts machen. Und wenn ich schon vielleicht erwähnt habe, du bist echt zäh. Ich bin nicht zäh. Ich habe gewonnen. Ich bin einfach stärker als du. Weiß nicht, ob ich zäh bin. Ich bin einfach nur stärker. Und ich habe den Waldorden. Yay. Oh, Zerschneider. Boah. TM86. TM86 ist... Megasauger, so ein Crap, oder? Strauchler. Oh, Strauchler ist kacke. Ich mag Strauchler nicht. Ist ein blöder Angriff. So ein Pflanzenangriff, der irgendwie immer der mehr Schaden macht, wenn der... Na, was heißt, wenn... Je schwerer das gegnerische Pokémon ist, desto mehr Schaden macht dieser Angriff. Ja, bin ich kein so Fan von, weil meine Gegner sind in der Regel nicht so fett und... Nee. Ich hab da lieber einen Angriff mit einer gewissen Konstante, versteht ihr? Ja, ihr versteht schon. Deswegen haben wir auch erstmal meine Pokémon. Weil ihr alles versteht, was ich meine. Ihr seid ganz schön clever heute, so muss man euch lassen. Okay, vielen Dank, Schwester Joy. Ach, wir haben den Orden Nummer 2, Leute. Yay, ich bin ja so glücklich. Wie sehen die Orden hier überhaupt aus? OP männlich. Ich will den Orden sehen. Oh, die kann man hier auch. Hört ihr das? Man kann die Orden hier auch so polieren und dann... Das machen wir jetzt. Und dann fangen sie irgendwann an zu glänzen. Funktioniert jetzt nur am PC natürlich nicht so gut, wie man sich das wünschen würde, aber hey. Okay, jetzt noch ein bisschen polieren und dann fängt er voll an zu glänzen. Komm schon. Glänze, du Orden! Yay! Und du auch noch, komm. Ich bin ja gerade gut drauf, die Orden müssen glänzen. Warum gibt es dieses Feature eigentlich? Das ist so schwachsinnig. Und warum weiß ich noch, dass das funktioniert? Wow! Das sind 2 glänzende Orden, würde ich sagen. Ja, in der Tat. Ja, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann und gute Nacht.